Quizfrage. Wovon lebt eigentlich ein Smart Home? Die Antwort auf diese Frage ist meiner Meinung nach ziemlich simpel, denn es sind klar die Sensoren. Denn ohne Sensoren läuft im Smart Home nur wenig. Sie liefern eben den entscheidenden Input, auf den dann andere Geräte mit Automation reagieren können. Neben Bewegungssensoren und Fensterkontakten ist der T310 dabei meiner Meinung nach einer der spannendsten Sensoren, denn dieser kann die Feuchtigkeit und die Temperatur in einem Raum messen. Ja, und das alles bei einer Aktualisierungsrate von 2 Sekunden und einer Akkulaufzeit von ganzen 2 Jahren. Wie das Ganze aber jetzt im Detail funktioniert und vor allem auch, wie ihr den Sensor richtig einrichtet, zeige ich euch jetzt. Beachtet bei der Einrichtung vom T310 dabei, dass ihr einen Hub benötigt, und zwar den H100. Wenn ihr den noch nicht kennt oder noch nicht habt, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort haben wir euch das Produkt verlinkt. Und wenn ihr dann beide Produkte bei euch zu Hause am Start habt, dann kann es auch losgehen mit der Konfiguration. Die Einrichtung funktioniert dabei über die Tapo-App. Diese könnt ihr über den hier eingeblendeten QR-Code einfach herunterladen oder alternativ findet ihr sie auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr sie da installiert habt und euch auch registriert habt, könnt ihr hier oben einfach auf das Plus drücken und dann geht ihr auf Hubs und auf den H100. Das ist nämlich jetzt der Hub, den ihr für die Sensoren braucht und den wir jetzt einrichten. Das heißt, wir stecken den einmal ein und sobald die Leuchte hier blau und orange leuchtet, was sie jetzt tut, drücken wir unten auf den Button und können uns jetzt im nächsten Schritt mit dem WLAN-Netz vom Hub verbinden. In den Netzwerkeinstellungen finden wir jetzt hier das Netzwerk vom Hub. Da klicken wir drauf und darüber können wir jetzt auf das Gerät zugreifen in der Tapo-App. Hier wird das direkt erkannt, dass sich der Hub jetzt mit unserem Endgerät verbunden hat. Genau, und als nächstes können wir jetzt einmal sagen, okay, was ist unser Heimnetz und den Hub quasi mit dem Heimnetz verbinden. Passwort ist eingegeben und jetzt wird der Hub mit unserem WLAN verbunden und sollte dann einsatzbereit sein. Wir können dem Hub noch einen Namen geben, können ihm noch einen Raum zuordnen oder ein Icon auswählen und am Ende überprüfen wir natürlich nochmal die Firmware, um zu gucken, ob es irgendwelche Updates gibt. Jetzt in diesem Fall nicht. Ja, und dementsprechend haben wir den Hub jetzt eingerichtet und das ist die Grundlage dafür, jetzt unseren Sensor einzurichten. Ihr seht jetzt hier auch, dass wir direkt gefragt werden, welchen Sensor wir als nächstes einrichten wollen. Also da denkt die Tapo-App wirklich mit. Falls aber trotzdem mal im Installationsprozess irgendwas schief laufen sollte, lohnt es sich auf jeden Fall, den Hub mal zurückzusetzen. Dafür einfach 5 Sekunden lang auf den Reset-Button gedrückt halten, bis dann eben die Lampe wieder blau und orange leuchtet. Und dann könnt ihr nochmal von vorne starten. Ich würde aber sagen, wir schauen uns jetzt mal den Sensor an. Das ist nämlich der T310. Das heißt, wir können den T310 hier einfach mal auswählen und weitermachen. Und wenn ihr den Sensor das erste Mal einrichtet, dann einfach die Batteriefolie entfernen, dann sollte die Lampe auch grün blinken. Und wenn das passiert, können wir hier auf die LED blinkt drücken und jetzt sollte der Hub die Verbindung zum Sensor direkt aufbauen und wir sollten den Sensor dementsprechend benutzen können. Ihr seht jetzt hier auch direkt, dass der Sensor erkannt wurde. Wir können ihn noch umbenennen, können auf Weiter drücken, können nochmal zuordnen, in welchem Raum er sich befindet, vielleicht mal im Keller. Und jetzt drücken wir auf Weiter, können noch ein Icon auswählen und dann im Endeffekt nochmal natürlich auf die Firmware überprüfen. Ja, und in der Übersicht sehen wir jetzt unten nochmal den Punkt intelligente Aktion ansehen und das ist quasi eine Übersicht darüber, was wir jetzt bei den Automatisierungen mit dem T310 anstellen können. Einmal kann man natürlich die Temperatur als Grenzwert nehmen und sagen, hey, über 26 Grad soll dann automatisch ein Ventilator über eine smarte Steckdose angeschaltet werden. Oder wir können natürlich das Gleiche auch mit der Luftfeuchtigkeit machen und sagen, hey, wenn die Luftfeuchtigkeit also zum Beispiel unter einen Grenzwert fällt, könnte dann dementsprechend ein Luftbefeuchter angeschaltet werden. Ich zeige euch das gerne nochmal anhand von diesem Ventilator, wie man das wirklich einstellt. Ihr geht jetzt hier einfach auf die oberste Voreinstellung und wählt jetzt einfach die richtige Steckdose aus. Das ist in unserem Fall die P300S1. Drücken auf Anwenden, Erstellen. Und jetzt können wir einstellen, ab welcher Temperatur der Ventilator eingeschaltet werden soll. Könnt ihr mal auf 30 Grad stellen. Also wenn es so richtig knacke warm ist, dann wollen wir natürlich gerne den Ventilator eingeschaltet bekommen. Dann drücken wir auf Speichern und jetzt wird das Ganze angeschaltet, sobald wir hier 30 Grad erreichen. Das heißt, ich wärme den einfach mal so ein bisschen und gleich sollte der Ventilator dementsprechend angehen. Oh, gleich sind wir bei 30, 29,6, voller Körpereinsatz hier. Ja, jetzt haben wir 30 und zack,
Er geht automatisch an. Perfekt. Der Sensor muss dabei aber nicht zwingend dafür genutzt werden, irgendetwas auszulösen, sondern er kann natürlich auch dafür genutzt werden, etwas zu überwachen. Habt ihr zum Beispiel ein Terrarium oder ein Gewächshaus, wo ihr die Temperatur konstant überwachen wollt, könnt ihr natürlich den Sensor dort befestigen und dann einstellen, dass ihr eine Push-Notification bekommt, sobald eine Temperaturgrenze überschritten wird. Und dann wisst ihr, hey, das Gewächshaus ist gerade viel zu warm. Oder ihr wisst, hey, die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch geworden und könnt dann dementsprechend eingreifen. Ja, und ihr seht jetzt hier schon, dass bereits während unserer Videoaufnahme die Statistiken beginnen. Das heißt, je länger man das nutzt, umso praktischer wird es natürlich auch. Und diese Daten werden dabei in der Cloud bis zu 2 Jahre lang kostenlos für euch gespeichert, sodass ihr immer auf sie zugreifen könnt. Einige von euch werden die Sensoren bestimmt auch in Kombination mit Google Home oder Amazon Alexa nutzen wollen. Und das Schöne dabei ist, dass ihr euren Tapu-Account nur einmal mit diesen Diensten koppeln müsst und dann automatisch alle Tapu-Produkte synchronisiert werden, sodass ihr sie eben auch per Sprache steuern könnt. Das geht in der Alexa oder Google Home App, indem ihr euch mit eurem Tapu-Konto anmeldet bzw. den Tapu-Skill für Alexa aktiviert, um so auch die Sensoren per Sprache zu steuern. Das genaue Prozedere könnt ihr dabei hier etwas beschleunigt eingeblendet sehen. Das waren jetzt aber auch meine Tipps und Tricks zum Tapu T310 und falls ihr noch weitere Videos aus dem Tapu-Ökosystem euch anschauen wollt, dann checkt diese beiden Kandidaten hier neben mir gerne mal ab. Ein Abo lohnt sich auch definitiv. Also bis zum nächsten Mal, viel Spaß und tschüss!